Berner Geschichten. Die Lauben der Berner Kramgasse. Filigransilberschmuck für die Tracht. Alphornkurse auf der Hornfluh. Der Berner Sennenhund. Kuhstyling in der Schweiz. Und gleich zu Beginn die Berner Zitglocke, die astronomische Uhr aus dem Mittelalter. In der Berner Altstadt, der Zitglocke-Turm. Das erste Stadttor ist eine Attraktion seit Jahrhunderten. Die Uhr ist nicht nur weiterum die größte, sondern auch die spektakulärste. Vor der vollen Stunde gilt es bereit zu stehen, will man das Figurenspiel nicht verpassen. Gebaut wurde es 1530, neben die damals schon existierende astronomische Uhr, als Bern eine wichtige Handelsstadt war. Da dreht die Stadtwache ihre Runde. Und der Narr schlägt 2 Minuten zu früh die Stunde. Im Mittelpunkt Kronos, Gott über die Zeit und den Tod. Er dirigiert die Schläge und zählt sie mit. Auf der astronomischen Uhr drehen sich die Gestirne um die Erde. Die vielen Indikationen sind aber trotzdem gültig. Die Uhr wurde 1405 von einem unbekannten Meister gebaut, nach einem großen Stadtbrand. Der von der Stadt bestellte Zeitrichter hat ein Modell der astronomischen Uhr angefertigt und sich mit ihr auseinandergesetzt. Die Gelehrten, die wollten solche Sachen natürlich sehen, aber auch das gemeine Volk, die Bauern, die haben sich orientiert am Stand der Sonne im Tierkreis, aber auch am Mond, am Vollmond, am aufsteigenden Mond, am obsigenden oder nizigenden Mond. Und nach dem hat man sich dann in der Landwirtschaft gerichtet. Und das hat man dann alles natürlich hier ablesen können. Aber man hat natürlich das auch ein bisschen verfeinert und ausgeschmückt, um eben wirklich den Besuchern in Bern zu zeigen, zu was dass die Technik fähig war damals. Die astronomische und die große Uhr sowie das Figurenspiel haben gemeinsam 5 Uhrwerke mit insgesamt 450 Kilo Gewichten, die täglich aufgezogen werden. Sie vertragen keine Vergesslichkeit. Sie wurden vom Nürnberger Waffenschloss